Hallihallo! Für alle, die schon mit einem recht kohlenhydratearmen Frühstück starten möchten, dafür umso mehr Proteine zu sich nehmen möchten, möchte ich heute mal die Eiweißwaffeln vorstellen. Und ich mache dazu auch noch einen Erdbeerjoghurt zum Bestreichen, das ist auch ganz lecker. Garniere das später auch noch mit Früchten, also wer das zum Frühstück essen will, wunderbar. Zum Abend hin würde ich dann halt eben die Früchte weglassen, weil ich sonst halt eben durch die Früchte natürlich auch wieder Kohlenhydrate durch den Fruchtzucker zu mir nehme. So, ich fange jetzt an. Indem ich habe jetzt hier so 5 Erdbeeren, das sind wahrscheinlich so um 60-70 Gramm. Ja, 70 Gramm Erdbeeren vermische ich einfach oder püriere die jetzt erstmal eben auf Stufe 8 für 5 Sekunden. Die ein bisschen nach unten und gebe dann 100 Gramm Joghurt dazu. Verschließe das Ganze wieder und püriere oder zerkleinere und vermische dann nochmals für 10 Sekunden auf Stufe 5. So sieht das Ganze jetzt aus. Fülle das in eine Schale. So, mein Mixtopf sieht jetzt so aus. Ich mache jetzt aber so mit dem Mixtopf auch weiter. Heißt, lasse also die Reste oben drin und füge hinzu 4 Eier, 40 Gramm Proteinpulver, eine Prise Zimt oder zwei, je nach Geschmack. Und dann kommt noch hinzu 80 Gramm Quark. Das Ganze vermische ich jetzt für 6 Sekunden auf Stufe 4. Mal an den Mixtopf wenden herunter. Und gebe es nochmals für 6 Sekunden auf Stufe 4. Das Ganze sieht jetzt so aus und ich stelle jetzt mal auf die andere Kamera so und werde mir jetzt daraus mit einem ganz normalen herkömmlichen Waffeleisen Waffeln backen. Ich nehme kurz ein bisschen anfetten. So sieht jetzt meine fertige Waffel aus. So mache ich das natürlich mit allen weiteren Waffeln auch. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.